sondern öffne jetzt für 500 Schlüssel. Let's go, komm. Irgendwas Cooles jetzt hier. Ich brauche Glück. Ich brauche Glück, komm. Dann lädt das hier. Oh, ist das cool? Verschneite Berge. Okay, ich kann ihn jetzt aufstellen im Handwerksbereich. Yo Leute, was geht? Nein, ganz herzliches Willkommen zu einer besonderen Folge Let's Play Pixel Gun 3D auf dem Kanal, denn heute ist ja Weihnachten. Das heißt auf jeden Fall zu Anfang erstmal frohe Weihnachten an euch alle. Genießt die Zeit mit eurer Familie und lasst euch natürlich auch schön beschenken. Ich habe nämlich heute auch ein cooles Special für euch vorbereitet. Ich habe das Ganze ja auch im gestrigen Video schon angekündigt und da gab es ziemlich viel Zuspruch, dass ihr das sehr cool findet. Um euch das nochmal zu zeigen, hier muss ich mal auf meine Lotterie gehen. Und hier könnt ihr sehen, dass ich 2797 Schlüssel aufgeladen habe. Insgesamt für 44 Euro. Das Ganze habe ich gemacht, um euch einerseits heute ein cooles Special zu bieten und natürlich auch meinen Adventskalender, den ich ja im Dezember veranstaltet habe, cool abzuschließen. Bevor ich aber jetzt hier mit der ersten Truhe starte, habe ich natürlich heute wieder eine sehr krasse Verlosung für euch. Heute könnt ihr nämlich nicht 5 Euro Amazon gewinnen, sondern 15 Euro Google Play oder iTunes. Je nachdem, was ihr haben wollt. Und dazu könnt ihr euch auch entscheiden, ob ihr lieber dieses Guthaben haben wollt oder lieber einen exklusiven Merchbeutel von mir. Ja Leute, ich hatte das Ganze gestern auch im Video schon ein bisschen angeteasert, hatte das kurz da eingeblendet, habe es auch ein paar schon von euch entdeckt, diese kleinen Teaser von mir da. Ich blende euch mal ganz kurz hier ein Bild von dem Beutel ein. Was ich auch dazu sagen muss, ich habe den Ganzen eigentlich für mich privat erstellt. Dachte mir, dass ich davon aber eigentlich nochmal einen weiteren bestellen kann und dann heute hier einfach verlosen kann. Es gab gestern ein paar Leute unter meinem Video, die schon spekuliert haben, ob ich jetzt wirklich Merch offiziell auch zum Kaufen rausbringe. Da muss ich wirklich sagen, leider nein Leute. Ich finde es persönlich noch ein bisschen zu früh, um das zu machen. Der Merchbeutel, den ich gemacht habe, ist einfach eine private Anfertigung, die ich gedacht habe, komm, damit kann man eigentlich ein bisschen rumlaufen und das ist eigentlich ganz nett an sich. Aber heute werde ich dieses bis jetzt Einzelstück an euch verlosen. Das heißt, einer von euch kann das gewinnen, wenn er dazu Lust hat. Aber heute läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Natürlich müsst ihr einmal wieder Abonnent sein, um an den Gewinn zu teilzunehmen, das ist euch ganz klar. Dann müsst ihr einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Jetzt kommt aber eine ganz wichtige Info. Ihr müsst nicht einfach nur irgendeinen Kommentar schreiben, sondern ihr müsst dazu schreiben, ob ihr Merch oder lieber Guthaben gewinnen wollt, sprich halt 15 Google Play oder 15 iTunes. Ganz wichtig, schreibt das wirklich dazu, weil ansonsten könnt ihr bei dem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ich werde es dann bei der Auflösung so machen, dass ich einmal für die Leute, die Merch geschrieben haben, auslose und einmal für die Leute, die lieber die Guthabenkarte wollen. Das heißt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, was wollt ihr lieber haben? Habt ihr lieber Bock auf so einen exklusiven Merchbeutel, natürlich auch plus Autogrammkarte? Oder wollt ihr doch lieber diese 15 Euro gewinnen? Schreibt da auf jeden Fall rein, wozu ihr Lust habt. Ganz wichtig, nur einen Kommentar schreiben natürlich und dann habt ihr die Chance, das Ganze zu gewinnen. Die Auflösung ist am 30.12.2017 in einem Livestream hier auf meinem YouTube-Kanal. Auf jeden Fall da einschalten, dann könnt ihr das nämlich live ab 20 Uhr hier mitverfolgen. Das soweit zum Gewinnspiel. Ich hoffe, ihr freut euch da. Natürlich sind noch einige ein bisschen enttäuscht, denke ich mal, da ich jetzt kein Merch offiziell rausbringe. Aber jetzt würde ich sagen, komme ich hier zu Pixel Gun und zu dem ganzen Opening. Ich werde heute circa 5-mal diese Truhe aufmachen. Ich bin nämlich zurzeit noch so ein bisschen überlegen. Denn in der gestrigen Folge haben mir Leute geschrieben, Heiko, mach doch lieber die mittlere Truhe auf. Denn hier kannst du den, Moment mal, wo ist er denn? Den dicken Kumpel gewinnen, der an sich ziemlich selten sein soll und auch an sich ziemlich stark. Hier seht ihr die Waffe, dicker Kumpel, legendär, die kann man sich auch nicht im Shop kaufen. Deswegen denke ich, werde ich so machen, auf euren Hinweis, dieses Kommentar, was geschrieben wurde. Er hat auch ziemlich viel da noch umbekommen. Wegen diesem Hinweis, denke ich mal, werde ich einige von diesen krassen Truhen schon aufmachen und noch ein paar von diesen mittleren hier. Und natürlich, die Superkiste wird auch geöffnet, da ich nämlich diese 1000 Punkte zweimal erreichen werde. Das heißt, ich werde zweimal die Superkiste aufmachen. Also mega cool. Freut euch darauf. Ich beginne jetzt mit der ersten Truhe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und habe soweit alles gesagt. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal zum Warmwerden mit so einer Truhe. Für 50 Schlüssel ist ja auch schon mal ganz nett. Ich würde sagen, let's go. Das Opening ist eröffnet. Auf geht's jetzt hier. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt, was ich jetzt hier kriege aus der ersten Truhe, die ich heute an Weihnachten aufmache. Und direkt was Cooles, muss ich sagen. Baummörder, eine Waffe. Die Frage ist nicht, ob die jetzt so stark ist, aber das ist eine einzigartige Waffe, die man sich nicht im Shop kaufen kann. Die Frage ist halt wirklich, ob die gut ist oder eher nicht, Leute. Ich muss mal ganz kurz die anschauen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das auch ziemlich gut angefangen hat. Baummörder ist das hier, Rang selten, Nahkampf natürlich, Effizienz 18, Angriff 86 und Gewicht 7. Ich werde die auf jeden Fall mal in den nächsten Tagen testen, ob die wirklich cool ist, aber ich muss sagen, für 50 Schlüssel eine Waffe, das kann eigentlich gar nicht so falsch sein. Ich würde sagen, ich mache mal eine weite Truhe auf, das war ja ganz gut hier nochmal für 50 und dann komme ich gleich natürlich zu den größeren. Schauen wir mal, was ich jetzt denn hier raus bekomme nochmal, was cooles vielleicht. Ne, diesmal sind es nur ein paar Juwelen, da ist das Glück jetzt nicht so ganz auf meiner Seite. 10 Stück ist natürlich trotzdem an sich wirklich ganz nett, Leute. Und die Punkte da oben gehen auf jeden Fall voran, 88 von 1000 und jetzt kommen wir auch hier zu einer krassen Truhe, wo wirklich mega, mega coole Sachen drin sind. Oh Mann, Leute, ich bin sehr gespannt, was ich denn jetzt hier rausziehen werde.
Ich hoffe, dass ich Glück habe. Was will ich denn haben? Ich hätte gerne die 1000 Juwelen. Nee, hier kann man keine 1000 gewinnen, oder? Denn das geht ja nur bei der Superkiste. Aber 500 kann man hier. Das wäre ganz schick, wenn ich die vielleicht kriege. Oder ein paar Waffenteile. Oder dieses Iglo wäre auch an sich ganz nett. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, ich rede auch nicht so viel rum. Sondern öffne jetzt für 500 Schlüssel. Let's go, komm. Irgendwas Cooles jetzt hier. Ich brauche Glück. Ich brauche Glück, komm. Dann lädt das hier. Oh, ist das cool? Verschneite Berge. Okay, ich kann ihn jetzt aufstellen im Handwerksbereich. Ist das cool oder eher nicht? Ich weiß es nicht. Das hat jetzt mich im Endeffekt 500 Schlüssel gekostet. Also so gesagt eigentlich schon 10 Euro, was echt sehr teuer ist. Ich schaue mir das Ganze mal ganz kurz an. Die Frage ist, wo ist das Ganze denn hier? Ich finde es gerade wirklich. Oder ist das bei der Festung? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ah nee, okay, es ist hier schon beim Hintergrund. Verschneite Berge. Kann ich jetzt hier aufstellen? Die sehen doch cool aus. Sind das auch nicht exklusive Sachen, die man eigentlich an sich gar nicht kaufen kann? Ich habe die noch nie hier gesehen. Ich glaube, das sind wirklich Sachen, die man nicht kaufen kann. Das heißt, das ist eigentlich schon richtig cool. Ich würde sagen, ich platziere es auch sofort jetzt hier. Meine Lobby sieht jetzt mal um einiges cooler aus, muss ich wirklich sagen. Verschneite Berge. Bis jetzt macht das Opening mega Spaß und ist einfach ultra cool. Seht ihr diesen Hintergrund? Wie geil ist das denn bitte? Ja, ich würde sagen, ich mache weiter. Und welche Truhe soll ich jetzt aufmachen? Soll ich nochmal so eine große öffnen? Da bin ich mich kurz vor der Superkiste. Ich würde sagen, das mache ich. Ja, nochmal 500 Schlüssel, komm. Obwohl, nee. Erstmal eine für 50. Wir wollen ja auch nicht übertreiben. Wir wollen gehen mal wieder jetzt zu der 50er-Truhe und schauen mal, was ich denn hieraus bekomme. Der dicke Kumpel, den brauche ich unbedingt heute. Nein, nur ein paar Münzen, 10 Stück. Das war natürlich jetzt enttäuschend. Das war enttäuschend. Ich würde sagen, ich komme zu der für 500 Schlüssel nochmal. Los geht's, Leute. Los geht's. Komm schon, komm schon, komm schon. Irgendwas Cooles. Was kann ich denn hier gebrauchen? Oh, das ist heftig, oder? 500 Münzen, jawohl, Leute, jawohl, 500 Stück. Ich glaube, das ist an sich ein cooler Gewinn. Natürlich, ja, es gibt auch noch vielleicht bessere Sachen, so Juwelen oder so. Münzen habe ich ja ziemlich viele. Wie viel habe ich jetzt aktuell? 4231 Münzen. Das ist krank. Das ist komplett krank, Leute. Ach du Scheiße. Aber gut, ich mache weiter hier. Öffne jetzt mal eine für 50 Schlüssel hier. Denn ich muss jetzt noch ein paar Punkte bekommen, um mir einfach die Superkiste öffnen zu können. So, schaue ich mal. Komm. Komm, komm, komm. Oh, das ist ganz cool. Das sind nämlich jetzt 60 Schlüssel. Das heißt, ich habe im Endeffekt 10 plus gemacht. Das ist doch ganz nett. Nehme ich auf jeden Fall wirklich sehr gerne an hier. Und ich habe jetzt so diese Punkte hier bekommen. Das heißt, das hat sich wirklich sehr gelohnt, muss man sagen. Eine Truhe reicht nicht. Da bin ich kurz davor. Das heißt, ich mache einmal noch hier eine auf und dann nochmal für 5 Schlüssel. Dann habe ich es auf jeden Fall. So, los geht's. Dicker Kumpel. Das ist wirklich auch die Waffe, die ich unbedingt haben möchte. Weil die soll ziemlich, ziemlich stark sein. Ah, wieder nur Münzen und das sind jetzt 10 Stück. Das ist ein bisschen enttäuschend, dass hier Truhen hier für 50 Schlüssel laufen bis jetzt nicht so gut. Finde ich ein bisschen schade. So, schauen wir mal. Okay, das wird immer noch nicht reichen, aber da muss ich einfach noch ein paar hiervon aufmachen. Aber dann schaue ich einfach mal. Was ich denn jetzt hier rauskriege, ist halt einfach eine kleinere Truhe. Aber ich trotzdem, kann hier was Cooles drin sein? Oh, das ist nice. Ja gut, 5 Juwelen für 5 Schlüssel. Kann man machen. Und jetzt brauche ich noch, ne, wie viel fehlen mir denn noch? Wie viel gibt die denn? Ah, die gibt immer nur so 3 Punkte, glaube ich, also keine Ahnung. Auf jeden Fall reicht es nicht genau, 3 gibt die. Das heißt, jetzt bin ich bei dann 99 von 1000 gleich. Und dann muss ich nochmals eine aufmachen. Dann haben wir endlich die Superkiste. Da bin ich wirklich so gespannt, was da drin sein wird. So, letztes jetzt hier. Einfach aufmachen. Ich will jetzt nur die Superkiste haben. Das ist jetzt hier mein Ziel. Ich bin gespannt. Oh, Waffenteile. 2 Stück, okay. Das ist doch nicht so cool. Jetzt ist die Superkiste am Start, Leute. 1000 Punkte erreicht, erste Superkiste. Für das Video heute gibt es den Dekrateur zu gewinnen. Hier gibt es das Mammut zu gewinnen. 1000 Juwelen. Oh, das ist krank. Und dieses Gewehr hier, dieses, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Nanputz? Ich habe keine Ahnung. Nanputz-Gewehr oder so ähnlich würde ich es einfach mal nennen. Das ist auch an sich relativ stark. Tut mir leid, dass ich das jetzt so schlecht ausspreche. Und noch viele weitere coole Waffen, wie auch Doppel-Laserblaster. Ach du Scheiße, das ist komplett krank. Das Lebkuchenhaus, naja, ist nicht so stark. Das kann man sich auch für 10,90 € mit so einem riesigen Paket kaufen. Und so eine Kiste kostet im Endeffekt 10 Euro. Oder dann sogar noch mehr. Man muss ja erst dafür diese kleinen Kisten und so öffnen. Deswegen, naja, ist das Lebkuchenhaus nicht so nice, muss ich sagen, gibt's Besseres. Aber ich will jetzt auch nicht so viel rumreden. Ich schaue einfach mal. Und ja, 3, 2, 1, let's go. Erste Superkiste. Und komm, 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 komm. Bitte mich nicht enttäuscht. Bitte keine Münzen. Oh, nice, Leute. Ist die Waffe cool? Ist die Waffe cool? Davon, der hat gerade noch geredet. Ich glaube, die ist nice. Ich glaube, die ist nice. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Die müsste echt ganz gut sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe die schon bei ein paar Gegnern gesehen. Und die haben mich damit schon relativ gut rasiert, muss man sagen. Hier ist die Waffe. Nice, Leute. Rang legendär. Einzelner Schuss, Blutung und Homing-Schuss. Was heißt das denn? Dass der dann wieder zurückkommt? Ist das so? Ist das so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Oder dass der den Gegner anvisiert? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ihr könnt auf jeden Fall gerne reinschreiben, wie die Waffe denn ist und was die denn genau macht, Leute. So, Effizienz 29, 77 ist hier die Feuerrate, Kapazität 6 und Gewicht 18, was glaube ich echt relativ schwer ist. Aber ich bin gespannt. Die werde ich natürlich auch in den nächsten Tagen, wie alle anderen Waffen, die ich heute noch gewinne, werden wir die testen. So, wir machen weiter. Das war doch schon mal ziemlich cool, muss ich sagen. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
kriegen. Ich habe ja schon mal so ein Opening hochgeladen auf meinem Kanal. Das kann ich bei der Gelegenheit nochmal oben an mir verlinken. Und das war wirklich nicht so erfolgreich. Da gab es ziemlich viel Münzen und so. Und da war ich dann im Endeffekt nicht so glücklich mit, muss ich sagen. Aber wir schauen jetzt hier und machen weiter. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein paar für 50 Schlüssel auf. Da habt ihr euch ja auch gewünscht. Da haben ziemlich viele Leute auch zugestimmt. Das hatte ich als Kommentar am Anfang eingeblendet. Deswegen mache ich das hier. Oh, Dankeschön. Also ihr kriegt ja oft ein paar mehr Schlüssel gratis einfach. Jetzt bin ich bei 1602 Schlüsseln. Ich habe noch ziemlich viele. Aber finde ich doch an sich ganz nett, Leute. Das Video ist auch, glaube ich, schon relativ lang. Ja, aber was soll's. Weil wir haben ja Weihnachten. Und wenn ihr später sehen sollt, sind ja trotzdem immer noch Ferien. Das heißt, ihr könnt wirklich eigentlich euch hier entspannt das Video trotzdem länger geben. So, schauen wir mal. Ein paar Münzen. Na, ich will schon den dicken Kumpel haben. Der soll echt nice sein. Der soll echt cool sein. Soll ich mal für 500 Schlüssel 10 Truhen hiervon aufmachen? An sich ist das ja eigentlich okay, oder? Ja, komm. Ja, komm. Wir machen 10 Stück auf. Das geht jetzt alles hintereinander. Einmal 10 Münzen. 50 Münzen. Oh, das geht jetzt die ganze Zeit so schnell. So ist ein bisschen blöd. 4 Waffenteile. Nochmal 4 Waffenteile. Geil. 15 Münzen. Ach, ich hätte es vielleicht doch nicht so machen sollen. Nochmal 4. Komm, jetzt brauche ich mal was Cooles. 10 Münzen. Wollt ihr mich verarschen? Nochmal 10 Münzen. Und dann sind gleich 500 Schlüssel flusch weg. 15 Juwelen. Nochmal eine Waffe oder irgendwas. Bitte. Und der letzte Gewinn sind, ja, auch nochmal 50 Juwelen war das. Das ist enttäuschend. Das ist echt enttäuschend, muss ich sagen. Ah, na gut, ich habe jetzt ordentlich Punkte da oben so bekommen, aber der dicke Kumpel war nicht dabei. Ich würde sagen, da machen wir jetzt doch nochmal einen hier für 500 Schlüssel auf und hoffen, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Glück habe. Los geht's jetzt direkt hier. Ich bin gespannt. Hier gibt es auch noch ein paar coole Sachen drin. Zum Beispiel Waffen gibt es hier auch noch. Einige, die echt gut sind. Oder Juwelen. Oh mein Gott. 500 Juwelen. Wollt ihr mich verarschen? 500. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Das reicht mir. Das hat sich gelohnt. 500 Juwelen. 500. Das ist krank, Leute. Das ist das Beste an Juwelen, was man aus dieser Truhe ziehen kann. Tut mir leid, dass ich mich jetzt so freue, aber oh mein Gott. 4346 Münzen habe ich und 601 Juwele. Ich habe keine Ahnung, was ich damit nächstes Set machen soll. Oh mein Gott, Leute. Ich wusste nicht, dass dieses Opening so eskaliert. Und ich würde sagen, wir haben jetzt noch 502 Schlüssel. Wir könnten jetzt nochmal so eine fette aufmachen. Da hatte ich bis jetzt ziemlich viel Glück drin, muss ich sagen. Da hatte ich bis jetzt echt sau viel Glück. Aber ich würde sagen, ich mache lieber doch nochmal so eine kleine hier auf. Denn hier ist ja der dicke Kumpel. Und der soll echt, wie gesagt, stark sein. Aber es ist eine schwierige Entscheidung, muss ich schon zugeben. Aber komm, wir machen jetzt doch die kleinen hier, dann geht das ganze Video noch ein bisschen länger. Könnt ihr noch ein paar weitere Truhen euch anschauen. Ich weiß, es gibt natürlich eine Hälfte, die gesagt hat, nee, Heiko macht die große. Und einige sagen, nee, macht die kleine. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden, weil er halt, wie gesagt, noch der dicke Kumpel ist. So, weiter geht's. 5. Schüsse wieder. Und dann haben wir auch gleich die zweite Superkiste, auf die ich auch nochmal sehr gespannt bin. Die erste wäre schon ganz gut. Okay, ich bekomme jetzt ziemlich viele Waffenteile. Was in sich ganz nett ist, aber so 4 Stück ist halt nicht viel. Deswegen ist es einerseits auch wieder ein bisschen schade, muss ich sagen. So, komm jetzt hier. Ich hatte hier zwar raus schon so mal 50 Münzen oder so gewonnen, aber das ist halt nicht so nice. Er geht ja wirklich dann besser. So, 20 nochmal hier. Jetzt habe ich gleich noch die Superkiste voll wieder. Perfekt, Leute. So, schauen wir mal. Wieder Münzen. Ah, das ist blöd. Ich glaube, ich hätte doch eine 500 Schlüssel aufmachen sollen. Ich bereue das jetzt hier ein bisschen. Naja gut, jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Wir machen mal weiter hier. Oh, das ist die letzte vor der Superkiste. Sehr cool, Leute. Sehr, sehr cool. Oh, okay. 20 Münzen, naja. Ah, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Truhen. Also die großen für 500 Schlüssel sind mega nice. Ich will mich auch gar nicht beschweren. Bis jetzt, das Opening könnte eigentlich jetzt vorbei sein. Das hätte sich mega schon gelohnt. Und hätte mega Spaß gemacht. Der Spaß ist ja eh die Hauptsache. Warum ich das Ganze mache? Na gut, ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal hier zu der Superkiste. Hier sind ja noch einige coole Sachen am Start. 1000 Juwelen, gehe ich nicht von aus, dass ich die kriege. Dekorateur finde ich an sich ganz nett. Ja, hier. Mystische Waffe. Die ist ganz stark. Der Mammut ist auch nicht schlecht. Also hier gibt es auch ziemlich coole Sachen, wie zum Beispiel noch diese Waffe, der Doppel-Laserblaster, hatte ich auch vorhin schon gesagt, der ist auch stark. Also es gibt hier viel Schönes. Das Einzige, was ich nicht unbedingt haben möchte, sind soweit eigentlich Münzen. Obwohl Waffenteile wollte ich erst sagen. Obwohl doch, und Waffenteile, weil das sind ziemlich wenige. 50 nur, hallo aus einer Superkiste, wollt ihr mich verarschen? Finde ich auch nicht so cool, aber ich würde sagen, genug geredet jetzt. 3, 2, 1, let's go! Ich schaue, was ich jetzt hieraus noch bekomme. Ah, komm. Irgendwas cool. Nein, Münzen, das sollten jetzt trotzdem ziemlich viele sein. 300 Stück ist an sich trotzdem gut, aber ihr müsst halt so wissen, das war eine Superkiste. Das ist was richtig krasses. Da gibt es noch viel, viel Besseres zu gewinnen. Aber im Endeffekt bin ich mit den 300 Münzen eigentlich an sich trotzdem komplett zufrieden. Und jetzt geht's weiter mit einigen Truhen noch hier für 50 Schlüssel. Denn ich werde jetzt natürlich jetzt alle noch hier raus, werde jetzt auch nicht aufsparen. Das macht ja eigentlich nicht so viel Sinn. Oh, Juwelen, perfekt, sieht doch schon mal besser aus. 25 Stück, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Oh, so viele können wir gar nicht mehr aufmachen, sehe ich gerade. Aber egal, die ich noch machen kann, die mache ich natürlich auch. Oh, Waffenteile. Ah, 7 Stück natürlich, wie das nur. Ah, das ist halt nicht so viel, muss ich zugeben. Ist ein bisschen schade, dass es hier nur so wenig Waffenteile zu gewinnen gibt. Juwelen nochmal, sollten jetzt 20 Stück sein. Ist okay, kann ich mit leben. Ich weiß nicht, ob ich mit der Truhe so zufrieden bin. Ich bin mir so unsicher. Noch eine Waffe hier, dann
ist wirklich heute komplette Eskalation. 4 Teile, das ist somit das Schlechteste, was man aus der Truhe ziehen kann. Allerletzte Truhe habe ich hier gerade aufgemacht. Sorry, da muss ich das Ganze rausschneiden, weil ich mich das Thema versprochen hatte. 10 Juwelen. Ja, wie gesagt, das war die allerletzte, Leute. Keine weitere kann ich öffnen. Dicker Kumpel wollte heute einfach nicht sein. Aber dafür gab es viele andere coole Gewinne. Ich schau mal ganz auf das Preisprotokoll hier. Oh Mann, ihr könnt hier sehen, was es so gab. Du hast 42 Truhen geöffnet. Das ist heftig, Leute. Heftig viel. 10 Juwelen, 4 Waffenteile, 20 Juwelen, 7 Waffenteile, 25k, 300 Münzen. Das war stark. Aber das war ja auch aus der Superkiste. Oh Gott, jetzt bin ich das versehen hier rausgegangen. Dann noch ein paar weitere kleine Münzensachen. Dann die 500 Juwelen, was soweit eigentlich heute das Beste war, würde ich sagen. Ja, die 500 Juwelen waren an sich eigentlich das Krasseste. Ich schaue mal ganz kurz weiter. Da habe ich noch ein paar kleine Truhen aufgemacht. Und das natürlich das Gewehr. Dieses Gewehr hier ist auch ziemlich stark. Wie gesagt, ich weiß nicht 100%, wie ich es jetzt ausspreche. Aber wie gesagt, das war auch mit den 500 Juwelen so eins der heftigsten Sachen, die ich mir heute gegönnt habe. Okay, hier muss ich auch sagen, 500 Münzen waren auch nicht schlecht. Es gab vieles Gutes. Verschneite Berge waren auch cool. Also, ja, so, das waren die 4 coolsten Sachen, waren die verschneiten Berge, die 500 Münzen, die 500 Juwelen und natürlich die Waffe. Muss ich wirklich so sagen, hat mega Spaß gemacht, Leute. Vielleicht mache ich sowas irgendwann nochmal, ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Nehmt auf jeden Fall am Gewinnspiel teil, Leute. Ich habe ja am Anfang gesagt, was ihr dafür machen müsst. Einfach Abonnent des Kanals sein, einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Ganz wichtig, schreibt in das Kommentar rein, ob ihr Merch oder lieber einen Gutschein haben wollt. Ihr schreibt einfach cooles Video zum Beispiel, dann schreibt dahinter halt Merch oder ihr schreibt cooles Video Google Play oder cooles Video iTunes oder einfach nur cooles Video Gutschein. Nur, dass ich weiß, was ihr haben wollt, weil ansonsten könnt ihr leider nicht teilnehmen. Und das ist halt einfach alles und dann könnt ihr das Ganze da gewinnen. Also könnt ihr euch sehr darauf freuen. Den Merch werde ich dann mit Gewinner mit Autogrammkarte auch so zuschicken. Vielleicht freut sich dann irgendjemand drüber. Ich bin mal gespannt, wie die Kommentare sind, was die meisten Leute eher haben wollen. Freue ich mich alles sehr, das durchzulesen. Jetzt sage ich nochmal, frohes Fest an euch alle, habe ich es am Anfang schon gesagt. Aber kann ich jetzt auch nochmal erwähnen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Schreibt eure Meinung rein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst gerne nochmal gerne ein Abo oder mal ganz kurz Werbung machen. Sollte auf jeden Fall drin sein. Ich bin mega glücklich. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe es bald erst gesagt. Wunderschönen Tag euch noch und jetzt mach's gut, Servus und Ciao.